Projektablaufplan. Nach der Projektanalyse, das Ergebnis der Projektanalyse sind definierte Aktionen. Die Unteraufgaben im Projektstrukturplan sind definierte Aktionen. Das ist unser Ausgangspunkt. Das heißt, in den Kästchen, die wir da sehen, stehen definierte Aktionen. A, B, C, D sind definierte Aktionen. Unteraufgaben. Soweit klar? Und jetzt gibt es nur drei Abläufe. Es gibt nur drei, ist das nicht schön? Es gibt die Möglichkeit des linearen Hintereinanderschaltens. Ich ziehe mir erst die Strümpfe an, ich ziehe mir dann die Schuhe an, ich ziehe mir erst die Unterhose an, dann die Hose, dann die Strümpfe, dann die Schuhe. A, B, C, D, schön hintereinander. Das ist die einfachste Form. Das zweite parallel, ich mache zwei Dinge parallel, beziehungsweise der eine Mensch macht A, B, C, D und der andere macht das andere parallel. Und das dritte ist das häufigste. Und schauen Sie, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach zu formulieren. Schauen Sie auf die Linien. Linear und parallel bedeutet, die Linien laufen gerade horizontal. Vernetzt bedeutet, die Linien laufen schräg. Sehen Sie das? Mhm. Vernetzt bedeutet schräge Linien. Das ist der einfachste Weg, das auszudrücken. Ein vernetzter Ablauf bedeutet, ich habe schräge Linien zwischen den Teilschritten, zwischen den Unteraufgaben, zwischen den Aktionen. Schräge Linien. Und was bedeutet das hier? Schauen Sie auf das Bild. B und C müssen beide fertig sein, ehe E beginnen kann. Um das Beispiel mit dem Umzug zu nehmen, der Teppichboden muss verlegt sein, die Wände müssen gestrichen sein und dann können wir die Möbel reinbringen. Also B ist von mir aus Verlegung des Teppichbodens, C ist Streichen der Wände und E ist dann Reinbringen der Möbel. Sie können die Möbel nicht reinbringen, wenn der Teppich nicht vorher verlegt wurde. Wenn Sie den Teppich jetzt verlegen wollen, dann müssen Sie die Möbel wieder raussortieren. Das ist nicht so klug. Ich sagte vorhin, es ist leichter, wenn man die Aktion definiert hat, eine logische Abfolge zu bilden. Der schwierigere Schritt ist, die Aktion zu definieren. Also zu sagen, wir müssen den Teppich verlegen, wir müssen die Wände streichen, wir müssen die Möbel einsortieren, wir müssen dann die Bücher in die Regale einsortieren. Auch hier ist es sinnvoll, erst die Regale aufzustellen und dann die Bücher da rein. Das ergibt sich. Das ist relativ klar und offensichtlich. Aber die Aktion definieren ist schwieriger. Und das Häufigste ist, und vielleicht ist es eine schlechte Nachricht für Sie, aber das Häufigste sind die vernetzten Abläufe. Wir haben schräge Linien im Leben. Das Leben, die Projekte im Leben bestehen aus schrägen Linien, nicht aus geraden. Ja, das ist einfach. Ja, dieses A, B, C, D, das ist einfach. Aber sehr oft haben wir vernetzte Abläufe und das Planungsinstrument dann ist nicht mehr die Gantt-Technik, die Balkentechnik. Das geht für lineare Abläufe, für parallele Abläufe, aber nicht mehr für vernetzte. Da brauchen wir den Netzplan als einziges Planungsinstrument. Alle anderen Instrumente scheitern. Aber der Umzug riecht nach Netzplan und nicht nach Balkendiagramm, wenn Sie meine Meinung hören wollen. Ich habe mir das, ich denke auch. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.